So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartacus und wir spielen jetzt eine Runde Keep the Heroes Out. Das ist ein Kickstarter, ein Spiel von Louis Bruet aus Kanada. Kickstarter irgendwann in 21 ist er gestartet oder war es Anfang 22, ich weiß es schon nicht mehr. Kam jetzt auf jeden Fall die Tage an und ich habe es jetzt ein paar Mal solo gespielt und einmal zu zweit und das möchte ich euch heute zeigen. Es gibt die Möglichkeit für den Second Print Run dieses Spiel wieder zu erwerben zu den gleichen Dollarpreisen. Wechselkurs ist natürlich ein anderer als damals, wie damals zum Kickstarter. Ich verlinke euch den Kickstarter von damals unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr da drauf klickt, dann könnt ihr den Late Pledge anklicken und dann kommt ihr zu der Plattform, wo ihr den Second Print Run unterstützen könnt, wenn ihr das möchtet. Ihr seht es schon von der Optik her, es ist eine Comic-Gestaltung und die ist ziemlich süß gelungen, ist ziemlich witzig und sehr knuffig. Ich zeige es euch gleich im Detail. Ich habe dazu auch bestellt und mitbekommen direkt die Guildmasters Revenge Expansions, in der sind Miniaturen für die Heldenfiguren und auch weitere Regeln, die es auch ermöglichen, dass einer gegen viele spielt. Normalerweise ist es ein kooperatives Spiel. Es geht darum, seinen Dungeon zu verteidigen. Man spielt selber die Monsterklasse. Und ganz knuffig gelungen, ich zeige es euch gleich im Detail, keine Sorge, der Cthulhu, mein allererster Cthulhu, der große Träumer. Das ist eine Figur mit weiteren Regelkarten. Legen wir auch zur Seite. Das ist alles, was dieser Content hergibt in diesen Erweiterungsboxen. Das passt alles mit in die Grundspielbox. Was haben wir noch? Wir haben ein Regelheft. Englisch, aber das Spiel ist komplett sprachneutral und auf BoardGameGeek, auch das verlinke ich euch unten, gibt es in der Dateisektion Regelübersetzungen in mehreren Sprachen, unter anderem auch Deutsch. Und die gelten nicht nur für die Grundregeln, sondern auch für die Regeln zur Guildmaster Revenge Erweiterung und für das Dungeon Book. So, dann legen wir die zur Seite. Ich habe uns rausgesucht aus dem Dungeon Book das Szenario Nummer 2. Das sind alles One-Shot-Szenarien, die kann man so wie sie sind spielen, also kein Spoiler oder sowas, da gibt es keine Legacy-Effekte, nichts Verborgenes. Und die Regeln ermöglichen auch, so eine Art Chronik zu spielen, so eine Mini-Kampagne sozusagen. Aber wir spielen es jetzt im One-Shot-Mode. Und das ist das aufgebaute Szenario. Bevor wir darauf eingehen, was machen wir grundsätzlich? Wir selbst spielen jetzt eine True-Solo-Variante, das heißt, ich übernehme eine Monsterklasse und platziere meine Monster gemäß den Regeln und mein Job ist es dann, dieses wunderschöne kleine Dungeon zu verteidigen gegen die bösen, bösen Helden, die uns die Schätze rauben wollen. Also mal ein Dungeon Keeper, kein Dungeon Crawler. Deswegen ist das Dungeon für uns aber jetzt auch schon komplett offen. Wir müssen nichts erkunden, wir wissen, wo alles ist. Und was wir nicht wissen, ist, was sich hinter diesen einzelnen Schätzen verbirgt. Die Räume selbst zeige ich euch gleich noch. Wir gehen uns aber erstmal ein bisschen auf die Monsterklassen ein. Dazu blenden wir mal rüber auf die Detailkamera. Hier habe ich sie nämlich alle mal hingelegt, die Monster. Fangen wir mal hier rechts an. Das sind die Ratkin im Englischen oder auch Wehrratten im Deutschen genannt. Davon gibt es 9 Monster. Dann haben wir hier den Schleim, den Slime. Davon gibt es 8. Dann gibt es 7 von diesen Gnollen, so heißen die, Gnolls. Das ist ähnlich wie Hyänen vielleicht. Dann hier die Skelette, davon gibt es 6. Dann gibt es 5 Lizards, Echsen. Dann gibt es 4 Imps, 3 Poltergeiste, 2 Hexen, einen Drachen und natürlich aus der Erweiterung den einen Cthulhu. Ist übrigens persönlich mein allererster Cthulhu. Ich bin sonst kein Fan von Lovecraft-Mythen und sowas. Das liegt mir einfach nicht. Das ist mein Geschmack. Aber der hier, der ist doch echt knuffig, müsst ihr zugeben. Und auch die anderen sehen schon sehr süß aus. Das sind alles Holzmiebel. Keine Minis oder so, sondern ganz normale Holzfiguren auf beiden Seiten bedruckt. Und jede dieser Monsterklassen hat natürlich diverse eigene Eigenschaften. Die werden durch ein Kartendeck spezifiziert. Ich schiebe die mal alle zur Seite. Hier haben wir die Gnolls, so eine Art Hyänenklasse, würde ich mal sagen. Die will ich gleich spielen. Und ihr seht, dass es hier eine Regel dafür gibt, das ist alles durch Symbole und Icons gekennzeichnet, in welchen Räumen diese Monster zuerst spawnen. Dann haben sie eine Spezialeigenschaft, in diesem Fall einen Nahkampfangriff.
Dann gibt es 7 Stück davon, das steht hier drauf, die haben jeder ein Leben und es gibt 10 Fähigkeitenkarten. Das gilt für jede dieser Monsterklassen. Jede Monsterklasse hat 10 Fähigkeitskarten, 10 eigene, ein Startdeck und eine Klassenkarte. Das ist diese hier. Und dann gibt es 10 Karten mit Basisfähigkeiten. Das sind bei den Hyänen, ist es zum einen diese hier. Ich kann, wenn ich einmal angreife und dabei Erfolg habe, kriege ich eine Münze. Dann gibt es diese Fähigkeit hier. Und ihr seht auch das Lachen der Hyäne. Das heißt, einmal bewegen, einmal aktivieren. Was das bedeutet, kommen wir gleich zu. Oder einmal spawnen in einem dieser Räume. Und dann haben wir noch diese Karte hier, die besagt, gib eine Münze aus und dafür dürfen 3 deiner Monster spawnen. Und das sind die Grundfähigkeiten und davon gibt es insgesamt 10 Karten in einer verschiedenen, in einer bestimmten Verteilung. Wir gehen wieder rüber zur Hauptkamera. Und damit spielen wir dann unser Deck mehrfach durch. Das, wie das genau abläuft, zeige ich euch gleich. Was haben wir noch? Das sind meine Monster. Die habt ihr eben gesehen. Davon sind 7 Stück. Die stelle ich ja auch hin. Dann haben wir natürlich das Szenario, das wir spielen. Und das ist das Szenario Nummer 2. In dem kommt der Henker vor. In diesem Falle, das ist hier in den Regeln zu sehen, der Executioner, der Henker. Und jedes Mal, wenn der gezogen wird, muss diese Karte abgelegt werden und eine neue Heldenkarte aus der Gilde gezogen werden. Und dieser Held muss dann einmal ins Gefängnis. Und dann soll eine neue Heldenkarte bearbeitet werden. Ja, und das sind die Heldenkarten. Wir haben hier als Gegner die Schurkin, das ist diese hier. Die ist in der Lage, Fallen. Ich zeige euch das in der Detailkamera. Die Schurkin ist in der Lage, Fallen zu entschärfen. Und es kommen immer 2 Schurken. Dann gibt es den Krieger. Da kommen auch immer 2 in andere Räume, wenn sie spawnen. Und die sind in der Lage, Ressourcen zu vernichten, die eventuell in den Räumen liegen. Dann haben wir noch die Bogenschützin. Warte, ich zeige euch noch den. Was hatten wir jetzt eben? Den Krieger. Das war der hier. Das ist die Schurkin. Hatte ich euch gezeigt. Das ist die hier. Dann haben wir die Bogenschützin. Ich schiebe die mal weg. Das ist sie hier. Sie ist in der Lage, wenn sie spawnt, einen Fernkampfangriff zu machen in einen Nachbarraum. Und dann haben wir als letztes den Magier. Das ist diese Figur. Und diese Figur ist in der Lage, wenn sie in dem Gefängnis spawnt, alle Helden, die dort liegen, zu inspirieren und zu befreien, also einen Ausbruch zu verursachen. Und das kann schon gefährlich werden. Schauen wir mal. Dafür ist der Zauberer ansonsten nicht sehr stark. So, dieses Heldendeck, wieder zurück zur Hauptkamera. Dieses Heldendeck besteht aus 20 Karten, für jeden dieser 4 Heldentypen 5 Karten, die vorgeben, dass in unterschiedlichen Räumen jeweils immer ein Held spawnen dürfen. Und dann haben wir die Henkerskarten, die zum Szenario gehören. Die sind oben rechts mit der Szenarionummer beschriftet. Es gibt für jedes Szenario 2 bis, ich glaube, maximal 5 oder 6 Karten, die dann mit untergemischt werden. Das tun wir jetzt. Dann mischen wir die unter. Dann haben wir unsere Heldengilde sozusagen vorbereitet, gegen die wir kämpfen. Das legen wir hier oben in die Ecke. Da liegt es ganz gut. Dann haben wir hier noch einen Stapel. Und zwar sind das Karten. Gehen wir mal in die Detailkamera. Da gibt es verschiedene Typen von Ressourcen oder von Objekten, die im Labyrinth verfügbar werden. Das sind einmal Schriftrollen, das ist dieses Symbol hier oben rechts in der Ecke. Und die haben unterschiedliche Aktionsfähigkeiten. Kommen wir auch dann dazu, wenn es soweit ist. Dann gibt es Zaubertränke, dieses Symbol hier oben, auch wieder mit eigenen Eigenschaften. Dann gibt es Gegenstände, Werkzeuge, in diesem Fall ist es eine Handgranate. Auch hier wieder mit unterschiedlichen Eigenschaften. Und es gibt Monster, durch dieses Halsband mit Knochen zu erkennen und die uns ebenfalls Dinge geben. Und diese ganzen Karten, wieder zurück zur Hauptkamera,
Diese ganzen Karten mischen wir und wir als Monster können können in der Regel durch verschiedene Aktionen, die wir im Labyrinth ausführen, uns die Ressourcen besorgen, um dann an diese Gegenstände oder Monster ranzukommen. Das sieht man in diesen einzelnen Räumen. Ich zeige euch jetzt nicht jeden Raum, aber was ich euch zeigen kann, ist zum Beispiel mal als Beispiel hier die, wir gehen mal in die Detailkamera wieder, hier den Friedhof. Der Raum, jeder Raum hat ein Symbol oben in einer Ecke. Das bedeutet im Endeffekt, oder das sind die Symbole, die dann auch auf den Karten auftauchen, wenn irgendwo entweder Monster oder Helden spawnen. Dann sind das diese Symbole, an denen man sich orientiert. Dann gibt es hier den Aktivierungspfeil oder die Hand, die Aktivierung bedeutet. Und das heißt in diesem Falle hier, generiere einen Knochen. Der würde dann, also hier, wenn man im Labyrinth ist und den Raum aktiviert, würde ein Knochen anfallen. Und den Knochen, jetzt kommt der zweite Raum dazu, der dazugehört. Hier sind wir in der Monsteraufzucht. Den Knochen kann man dann, wenn man hier in der Monsteraufzucht den Raum aktiviert, ausgeben, um dafür eine Karte mit einem Monster zu ziehen aus der Marktauslage, die wir jetzt gleich noch aufbereiten müssen. Hier seht ihr ein anderes Raumsymbol und hier ein anderer Schatz. Die Anordnung der Schätze ist vorgegeben durch das Szenario. Und auf der Rückseite dieser Schatztokens, und deswegen sind das Tokens, keine irgendwie gedruckten, keine 3D-Objekte oder sonst was, auf der Rückseite sind jeweils für uns als Monster schlechte Ereignisse drauf, dass wir was ablegen müssen, eine Ressource verlieren oder dass nochmal Helden aktiviert werden oder so etwas. So, wir sind noch mit der Marktauslage noch nicht fertig. Das müssen wir noch fertig machen. Dann legen wir 5 Karten aus. 3, 4, 5, so machen wir das mal. Und hier oben kommt der Nachziehstapel. Und jedes Mal, wenn eine Ressource hier wegkommt, wird auch sofort eine neue nachgezogen. Ich habe von den Ressourcen geredet. Ihr habt eben gesehen, es gibt Knochen. Es gibt auch hier unten rechts, seht ihr es vielleicht, Bücher. Jetzt blendet die Sonne etwas. Die kann ich aber leider, es dauert einen Moment, bis da die Wolken wieder vorziehen. Das ist blöd zu sehen. Hier seht ihr es vielleicht, hier gibt es Bücher. Dann gibt es in diesem Raum hier Fallen. Und in dem Raum gibt es Frösche und in der Schatzkammer selbst gibt es Münzen. Diese Ressourcen habe ich mit den Deluxe-Tokens. Das sind normalerweise einfache Pappausstanzer, so wie hier die Fallen oder die Portale. Kommen wir auch noch zu. Aber ich habe die Deluxe-Tokens geordert und die zeige ich euch jetzt mal. Kleinen Moment, die richte ich mal her. Und dann blenden wir mal auf die Detailkamera. Ja. Und da seht ihr sie. Das sind die Skelette, die Knochen. Das hier sind die Fallen. Das ist ja Kunststoff mit einem Glanzlack überzogen. Das hier sind Bücher, sehr hübsch gestaltet. Plastik. Dann haben wir hier die Frösche. Grün, halbdurchsichtig. Das sind 4. Und dann gab es noch die Münzen. Die haben wir hier. Aus Metall. Die wiegen auch ein kleines bisschen was. Und für den Drachen, der ist ein Monster, der mehrere Lebenspunkte hat, gibt es hier noch diese Lebenspunktherzen. Davon gibt es, ich glaube, 20 Stück. Von den anderen Ressourcen gibt es jeweils 5, also nicht sehr viele, aber die sind auch limitiert, die sind nicht endlos. Wenn ich also eine Falle legen darf, aber keine mehr im Vorrat ist, weil woanders schon Fallen liegen, dann war es das, dann kann ich die Falle nicht legen. So, das war dieses. Dann gibt es hier in den beiden Räumen durch das Szenario vorgegeben noch Portale, die sind aber nicht aktiv. Auch hier gilt, wenn ich die Aktivieren-Aktion meiner Monster nutze, dann kann ich, wenn ich in diesem Raum stehe, auch das Portal aktivieren. Und ihr könnt es euch vorstellen, dann kann man zwischen den Portalen in einem Schritt hin und her gehen. Es lohnt sich also im Laufe des Spiels, eventuell an mehrere strategisch wichtige Punkte auch Portale zu platzieren. So, wir haben die Monster, wir haben die Objekte ausgelegt, wir haben das Labyrinth aufgebaut, wir haben unsere Monster vorbereitet. Ich mische nochmal die Karten und dann ziehe ich 1, 2, 3, 4, 5 Karten auf und meine Monster starten in dem Raum, in dem dieses Symbol ist. Das heißt hier in der Monsterzucht und der andere Raum ist hier in den Abflussräumen. So. Da starten meine beiden Monster und die anderen 5 Monster, die sind noch in meinem, ja, die sind in meinem Vorrat, in meinem allgemeinen Vorrat. Den kann ich
Die kann ich dann irgendwann spawnen. Das ganze Spiel läuft kooperativ. Wenn ich jetzt mit mehreren Spielern hier säße, hätte jeder seine Monsterklasse. Die Monster würden an den unterschiedlichsten Orten jeweils anfangs erstmal spawnen. Und dann ist ein Spieler dran und hat jetzt nur die Wahl, Karten zu spielen. Oder das kann er einmal in seinem Zug machen, sein Glück zu versuchen und einen Helden ins Gefängnis zu verbannen. Warum wir das wollen, kommen wir gleich drauf. Und wenn er die Karten gespielt hat, die er spielen will oder kann, dann räumt er auf, zieht auf 5 Karten auf, das heißt, seine Karten bleiben in der Hand, die er nicht gespielt hat, zieht auf 5 Karten auf, gegebenenfalls wird der Nachziehstapel natürlich neu gemischt, das ist ganz übliches Deckbilder-Vorgehen, und dann ist nicht der nächste Spieler dran, sondern dann sind erstmal die Helden dran. Und dann wird eine Heldenkarte, je nach Schwierigkeitsgrad, eine oder 2 Heldenkarten aufgedeckt. Wir machen aber ein kurzes Szenario, das heißt, wenn ich jetzt mit euch 20 Heldenkarten und da sind 4 Szenariokarten drin gewesen, glaube ich, durchspielen würde, dann würde das viel zu lange dauern. Wir werden das Ganze abkürzen. Wir werden eine Welle spielen und die auch nicht komplett. Wir werden 1, 2, 3, 4, 5 Wellen, 5 Karten spielen und die anderen einfach mal gar nicht spielen. Denn ich möchte, dass ihr einen Eindruck davon bekommt, wie das Spiel als solches funktioniert. Das dann bis zum Ende durchzuspielen, ist dann, glaube ich, dann auf die Dauer etwas repetitiv. Wir werden ein paar Runden spielen, ihr werdet sehen, wie es funktioniert und ich werde es dann nicht weiter durchspielen. Denn sonst dauert das Video dann auch zu lang. Wenn ihr ein komplettes Playthrough haben möchtet von mir, dann sagt mir bitte Bescheid, schreibt es in die Kommentare, richtet euch darauf ein, das kann dann aber insbesondere, wenn ich das erkläre, so wie jetzt, auch gerne mal so ein Stündchen werden. So. Ich lege los, dann ist dein Held dran, dann bin ich wieder dran, dann wieder die Helden und so weiter und so fort. Wir schauen mal, was passiert. Was kann ich tun? Ich kann noch weitere Monster spawnen. Ich lege euch mal auf die Detailkamera, was ich hier so habe. Ich habe tatsächlich 4-mal die gleiche Karte. Stapeln wir. Und einmal die hier. Ich werde nicht angreifen können, es ist ja noch kein Gegner da. Das heißt, die Karte ist im Moment für mich wertlos, die werde ich nicht spielen können. Und die hier habe ich 4-mal da. Das heißt, bewegen und aktivieren. Und insbesondere, wenn ich solche Mehrfachaktionen habe, ich kann auswählen, wenn ich diese Karte spiele, in welche Reihenfolge ich das mache und welches Monster was tut. Das dürfen auch 2 unterschiedliche Monster sein in unterschiedlichen Räumen. Aber ich habe diese Karte jetzt, zurück zur Hauptkamera, 4-mal. Das heißt, ich kann sie 4-mal nutzen. Ich sehe hier ein Monster liegen. Das könnte ich mir zum Beispiel damit organisieren. Ich sehe einen Zaubertrank hier liegen. Den könnte ich mir damit auch organisieren. Ich glaube, wir kriegen wir beides hin. Einmal das, einmal das, einmal das. Wir kriegen beides hin. Wir verstärken unser Deck direkt. Diese Karte hier werde ich nicht spielen können. Die lege ich einfach erstmal vor mich ab. Die bleibt bei mir. Was spiele ich aus? Ich spiele aus. Im Detail. Bewegen und aktivieren. Ich werde mit diesem Monster hier oben, werde ich einmal die Aktivieren-Aktion ausführen, und zwar auf den Raum. Das heißt, wir zaubern einen Frosch herbei. So, den stelle ich hier hin. Jetzt habe ich die Aktion Bewegen. Und die Bewegen-Aktion heißt, dass ich in jeden benachbarten Raum gehen kann, der durch Gänge miteinander verbunden ist. Das sind hier oben die beiden, die Schatzkammer und die Apotheke. Ich gehe jetzt zur Apotheke und nehme den Frosch dabei mit. Jedes Monster kann einen Gegenstand und immer nur einen mitnehmen bei einer Bewegungsaktion. So, und damit habe ich diese Karte ausgespielt. Jetzt spiele ich die zweite dieser Karten. Ihr kennt sie schon. Und aktiviere jetzt auch wieder zuerst den Raum und tausche damit den Frosch, der kommt weg, gegen einen Zaubertrank. Und das ist dieser hier. Das ist der einzige freie, den es gibt. Und der kommt in meinen Ablagestapel, hier links unten. Und hier kommt sofort eine neue Karte. Das ist ein Gegenstand. Und jetzt kann ich mich wieder bewegen mit dem Monster. Jetzt gehe ich wieder zurück mit dem Monster auf, ja, ich sage mal in Richtung Mitte. Und das Gleiche mache ich jetzt hier links auf der Seite auch. In diesem Fall aber in umgekehrter Reihenfolge. Ich spiele wieder eine Karte bewegen und aktivieren. Dann kommt ein Knochen hier hin.
Und dann spiele ich nochmal die Karte. Bewegen. Mit Knochen rüber zur Monsterzucht. Und aktivieren. Jetzt aktiviere ich den Raum. Und kann mir ein Monster nehmen. Jetzt nehme ich mir das Monster. Das zeige ich euch nochmal in der Detailkamera. Und auch den Zaubertrank, den ich jetzt habe. Das sind diese beiden Karten hier. Das eine heißt, ziehe drei Karten und behalte, und das ist jetzt, oh, jetzt muss ich nachgucken tatsächlich, das Symbol ist mir neu. Die Karte hatte ich noch nicht. Wir schauen in die Regeln. Da steht vieles erklärt. Es ist ein bisschen durcheinander, die Regeln. Man muss schon ein bisschen suchen nach den einzelnen Bedeutungen. Das ist nicht alles an einer Stelle. Ah, okay. Hier dürfte ich die Karten behalten, die mir Fallen geben. Alle anderen Karten dürfte ich ablegen von den dreien, die ich nachziehe. Ob mir die Karte was bringt, weiß ich noch nicht. Das Monster bringt mir aber auf jeden Fall was. Ich kann eine Karte nachziehen und ich kann meine Monster zwei Schritte bewegen. So, das sind alles Karten, die ich jetzt gespielt habe oder beziehungsweise gezogen habe. Hier wird noch eine Monsterkarte oder eine neue Karte nachgezogen. Jetzt habe ich hier einen Zaubertrank wieder liegen. Zwei Schriftrollen und zwei Gegenstände, aber kein Monster. So, jetzt habe ich mein Deck ein bisschen verstärkt. Ich lege alles ab. Die Karte habe ich überbehalten. Und jetzt ziehe ich auf fünf Karten auf. 1, 2, 3, 4, 5. Was ich übrigens auch tun kann, habe ich vergessen zu erwähnen. Ich kann, wie gesagt, mein Glück versuchen und einen Helden ziehen, ins Gefängnis schicken. Will ich jetzt nicht tun. Ich kann aber auch eine Karte abwerfen und die Auslage hier komplett erneuern. Werde ich vielleicht im nächsten Zug tun. Mal schauen. So, jetzt sind die Helden dran. Jetzt wird es spannend. Jetzt kommt der Zauberer. Zeige ich euch in der Detailkamera. Jetzt sterbe ich. Ha, spannend. Der Zauberer spawnt jetzt mit zwei Figuren in den beiden Räumen mit diesem gekreuzten Knochen. Das tun wir hier in der Monsterzucht und hier in den Abflüssen. Schauen wir es uns an. Die Helden haben immer jeweils eine eigene Spezialaktion. Der Zauberer in diesem Falle kann eigentlich nur hier in der Zelle für einen Ausbruch sorgen. Er spawnt nicht in der Zelle, also ist erstmal alles gut. Was jetzt aber passiert, die Helden gehen nach einer ganz festen Regel vor. Als erstes versuchen sie, oder erst wird geprüft, nachdem sie ihre Spezialeigenschaft ausgeübt haben, was hier nichts bringt, wird erst geprüft, ob es eine Falle gibt in diesem Raum. Gibt es in beiden Fällen nicht, das heißt, er überlebt. Dann wird geguckt, gibt es ein Monster in diesem Raum, das gibt es in beiden Fällen. Und das Monster wird jetzt attackiert mit einem Schaden. Und jedes Monster hat nur einen Lebenspunkt und ich habe keine Verteidigungskarten. Es gibt Monsterklassen, die haben Verteidigungskarten schon im Deck und es gibt natürlich hier, was haben wir hier im Detail, kann ich euch auch zeigen, dieses Verteidigungssymbol. Damit könnte man einen Angriff mit einem Schaden abwehren. Diese Karten habe ich nicht. Das heißt, dieses Monster stirbt und damit ist der Held aber erschöpft. Und hier ist es genau das Gleiche. Der Held ist erschöpft, das Monster wird attackiert mit einem Schaden und stirbt. Was jetzt als nächstes passieren würde, ist, wenn weitere Helden spawnen und die kommen irgendwie in die gleichen Räume, dass diese Helden wieder aufwachen. Im Moment bleiben sie aber jetzt als erschöpft erstmal liegen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich keine Monster mehr im Labyrinth habe. Das ist erstmal nicht so gut, aber den Held legen wir weg. Aber ich habe ja wenigstens noch eine von diesen Karten hier. Da hatte ich eben vier Stück von. Und die erlaubt mir, ein Monster zu spawnen. Und das muss ich jetzt auch tun. Die Karte spiele ich aus. Und dann spawne ich das Monster hier, in der Nähe der Schatzkammer. Und jetzt tue ich Folgendes. Ich spiele jetzt diese Karte aus. Und die erlaubt mir einen Angriff. Mit einem Schaden. Und dafür bekomme ich, wenn der erfolgreich ist, eine Münze. So, wir gucken uns das an. Hier ist mein Monster. Da ist der Held, den attackiere ich. Der stirbt also wieder. Und damit bekomme ich eine Münze in den Raum. Und jetzt habe ich diese Karte hier. Das heißt,
Ich gebe jetzt die Münze wieder aus und dafür dürfen drei meiner Monster in diesem Raum auch spawnen. So. Das ist das. Jetzt hätte ich die Kombination aus Angriff Münze kriegen, Münze ausgeben, drei Monster spawnen nochmal, aber ich habe nichts mehr, was ich angreifen kann, weil hier unten links habe ich kein Monster mehr stehen. Also kann ich diese beiden Karten nicht ausspielen. Was ich aber mache ist, ich gebe eine Karte einfach aus und erneuere die komplette Auslage. Das heißt, diese Karten kommen unten drunter und es kommen 1, 2, 3, 4, 5 neue Karten aufs Deck. Aha, und das sind zwei Monster, die könnten interessant sein für mich und ein paar Gegenstände. Schauen wir mal. So, jetzt habe ich noch eine Karte übrig. Ich ziehe jetzt also nach, bin fertig mit meinem Zug. Eine zweite Karte. Hier sind keine weiteren Karten da. Die kommen alle auf die Ablage. Ich mische neu. Jetzt scheint hier die Sonne rein. Ich muss mal gucken, ob ich das in der Nachbearbeitung etwas abdunkeln kann, damit ihr das besser seht. 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann sind die Helden wieder dran und wir decken eine Heldenkarte auf. Ach so, was ich vergessen habe, wann ist das Spiel zu Ende? Normalerweise ist dieses Heldendeck ja 20 Karten plus Szenariokarten dick. Und wir spielen immer im kompletten Spiel, würden wir das komplette Deck zweimal durchspielen. Und zwar in einer ersten Welle. Und da ziehen wir je nach Schwierigkeitsgrad entweder eine oder zwei Karten. Und dann, wenn das Deck einmal durch ist, eine zweite Welle spielen, in der wir dann auch wieder je nach Schwierigkeit zwei oder sogar drei Karten pro Heldenzug spielen und auswerten. Und ich habe jetzt halt hier das Deck verkürzt, und zwar deutlich verkürzt, sodass das Spiel nicht sehr lange dauern dürfte. Und wenn wir das überleben, wenn wir diese beiden hellen Wellen komplett überstehen und der mittlere Schatz hier in der Schatzkammer, der große Schatz mit der 4, noch immer da liegt, dann haben wir gewonnen. Wir verlieren, sobald dieser Schatz von den Helden eingenommen ist. Wie wird denn so ein Schatz eingenommen? Ihr seht hier unten links. Ihr seht es kaum, weil es weil die Kamera das automatisch so abdunkelt. Ihr seht hier unten links den Zauberer liegen und einen Schatz mit dem Wert von 1. Wenn der Zauberer jetzt aufwachen sollte oder es spawnt hier sogar noch ein weiterer Gegner, der ihn dann mit aufweckt, dann sind das zwei Helden und der Schatz hat einen Wert von 1. Das heißt, ein Held würde sich erschöpfen und den Schatz plündern. Und wenn die keine Schätze in dem Raum finden, dann wandern sie weiter zum nächsten Raum Richtung Schatzkammer. Das heißt, die arbeiten sich von außen nach innen oder eben, wenn sie mittendrin spawnen, warten sie auf Kollegen, die ihnen helfen, den Schatz zu plündern. Das heißt, die arbeiten sich von außen nach innen durch zur Schatzkammer und wollen dann zu viert oder mehr hier in die Schatzkammer rein, um den Schatz zu plündern. Das ist so das Ziel der Helden. Und das passiert auch, das ist uns gestern in der Zweierpartie passiert, ganz knapp vor dem Ende der zweiten Welle. Da haben wir das Spiel dann noch verloren, weil plötzlich hier vier Helden standen. Aber das ist das Spiel. So, ich habe 5 Karten nachgezogen, jetzt sind erst wieder die Helden dran. Wir haben uns den Krieger aufgedeckt und jetzt passiert genau das, was ich gesagt habe. Ein Krieger spawnt hier und ein Krieger spawnt hier. Wir lösen erst diesen Krieger. Der stellt seine Spezialfähigkeit, wenn er spawnt, dass zwei Ressourcen aus dem Raum verschwinden. Hier sind keine Ressourcen, da passiert also nichts. Dann wird geguckt, ob eine Falle da ist. Ist keine Falle da, dann passiert nichts. Dann schaut er, ob ein Monster da ist. Ja, nicht nur eins, aber eines greift er an und tötet es. Dabei erschöpft er sich. Der Krieger hier ist auch gerade gespawnt. Es sind keine Ressourcen da, ist keine Falle da. Er motiviert auch diesen Magier jetzt wieder. Das heißt, der wird auch gleich wieder aufgestellt, und wacht auf. Und jetzt sind die beiden hier zu zweit, haben kein Monster als Gegner. Dann gucken sie auf die Schatztruhe und plündern die. Einer wird also jetzt hier den Schatz plündern und das heißt, entferne eine Ressource aus diesem Raum. Das zeige ich euch nochmal in der Detailkamera, ist da auf der Rückseite das Symbol, schmeißt eine Ressource weg. Und zwar ist das aus dem Raum, aus dem dieser Schatz stammt und da ist keine Ressource drin, da passiert uns zum Glück nichts, ein harmloser Schatz. Der andere, der Magier jetzt, findet aber weder einen Schatz, noch ein Monster, noch eine Falle
und läuft weiter zum nächsten Raum Richtung Schatzkammer. Hier findet er keine Falle, durch die er sterben könnte. Er findet kein Monster, das er angreifen könnte. Er findet eine Schatztruhe, aber die hat den Wert 2. Das alleine reicht, da ist er alleine, das reicht nicht. Das heißt, er wartet auf den nächsten Kollegen, der da kommen kann. So, und damit sind die Helden wieder gespielt und wir sind wieder dran. Ich habe jetzt keine von den neuen Karten mehr, noch nicht gezogen, so rum. Die liegen alle noch im Nachziehstapel. Das heißt, ich habe jetzt immer noch meine Grundkarten. Okay. Ich spiele zuerst. Angreifen, Münze bekommen. Das mache ich hier oben mit dem Krieger. Der Krieger ist also wieder weg. Dann spiele ich die Karte bewegen. Dann nehme ich eines dieser Monster hier oben, bewege es in die Schatzkammer. Lass die Münze hier liegen, weil die zweite Aktion ist aktivieren. Und das mache ich hier oben mit der Münze in der Schatzkammer. Das heißt, es kommt auch hier eine Münze hin. Und nee, lasst mich das anders machen. Lasst mich die Münze von hier oben mitgenommen haben. Jetzt habe ich hier die zwei Münzen liegen. Genau. Und jetzt werde ich nochmal die Münze ausgeben. Nämlich eine davon. Und drei Monster spawnen. Und zwar spawnen die jetzt hier in der Schatzkammer. Okay. Und damit war mein Zug wieder zu Ende, denn die beiden nächsten Karten, die ich habe, ist angreifen und Münze bekommen, aber dafür muss ich im Nahkampf sein. Das Schwert bedeutet immer Nahkampfsymbol, der Bogen heißt Fernkampf und der bezieht sich auf einen benachbarten Raum. Beides funktioniert jetzt gerade nicht, das heißt, ich kann diese beiden Karten nicht spielen. Die Auslage gefällt mir aber, die will ich eigentlich so behalten, das heißt, die bleibt erstmal so. Und das will sagen, ich werde jetzt die beiden Karten behalten. Die ausgespielten Karten kommen auf den Ablagestapel. Ich ziehe drei Karten nach. 1, 2, 3. Und dann sind die Helden wieder dran. Der Zauberer. Jetzt nehme ich wieder zwei Zaubererfiguren. Und die spawnen jetzt in den Räumen mit dem Augensymbol. Das ist dieser hier unten. Und dann müsste es sein... Wo ist der nächste? Hier oben. Okay. Hier unten der Zauberer. Nehmen wir den zuerst. Keine Falle, keine anderen Helden, die motiviert werden, kein Monster, was er angreifen kann. Er ist nur Nahkämpfer, kein Fernkämpfer. Der Schatz hat einen Wert von 3, das heißt, er muss warten. Hier ist es ähnlich, nein, nicht ganz, keine Falle. Er kann aber den Kumpel aktivieren und die sind jetzt zu zweit, haben kein Monster, was sie angreifen müssen und können jetzt zu zweit den Schatz plündern. Und das heißt, in der Detailkamera, dieses Symbol hier, heißt, ich muss eine Karte abwerfen. Dann muss ich mal gucken, was ich abwerfen kann. Ich werfe den Zaubertrank ab, denn der hilft mir, glaube ich, auch nicht im nächsten Mal. Ich habe noch keine Karte, die mir Fallen gibt. So. Und damit sind die Helden wieder dran. Der Krieger hier unten, der wurde noch nicht wieder aufgeweckt. Der ist noch nicht wieder wach, der ist noch immer erschöpft. Der liegt hier rum. Und ich hoffe, dass er auch da liegen bleibt. Wir werden sehen. Ich bin wieder dran. So. Ich könnte mir jetzt einen Gegenstand holen. Und welcher Gegenstand liegt hier? Das ist dieser Schild mit einer Verteidigungsaktion und einer Massenflucht. Das ist vielleicht eine Idee. Wir können das anders machen. Ich werde diese Karte spielen, zeige ich euch in der Detailkamera und nehme jetzt die rechte Aktion, nämlich das Spawnen in einem Raum, also ein Monster spawnt jetzt in einem Raum mit gekreuzten Knochen. Das ist mein letztes Monster, das spawne ich hier unten beim Krieger. So, warum mache ich das? Weil ich jetzt diese Karte hier spielen kann, angreifen, Münze kriegen. Das heißt, der Krieger verschwindet wieder und hier kommt eine Münze hin. Und das war's jetzt, glaube ich, wieder. Denn jetzt habe ich wieder nur eine Angreifen-Aktion und eine Münze-Ausgeben-Aktion. Die beiden kann ich nicht spielen. Die Auslage möchte ich behalten.
Das war's. Die Helden sind dran. Jetzt kommt wieder der Krieger. Zwei spawnen und zwar einmal hier und einmal hier. In beiden Fällen passiert tatsächlich nicht wirklich viel, denn es sind keine Fallen in den Räumen, es sind keine Monster in den Räumen. Die Schätze haben einen Wert beide Male von 3, das heißt, er ist alleine und kann die Truhe nicht öffnen und wartet jetzt auf Kumpels. Okay. Ich musste vorher natürlich auf 5 aufziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe alle meine Monster jetzt im Labyrinth. Das heißt, wir können jetzt mal schauen, dass wir hier was bewegt bekommen. Ich zeige euch das in der Detailkamera wieder. Ich mache jetzt wieder Bewegen und Aktivieren. Und das heißt, ich gehe mit einem Monster und der Münze in diesen Raum und aktiviere jetzt. Und zwar aktiviere ich den Raum. Ich gebe die Münze aus und kriege dafür einen Gegenstand. Und der einzige Gegenstand, den ich habe, auch hier wieder in der Detailkamera, ist jetzt das Schild. Das heißt, ich bekomme mit dieser Karte eine Verteidigungsaktion oder ich kann alle Monster aus einem Raum herausbewegen. Der Schild kommt auf meine Ablage. Neue Karte. Und ich bin dran. Ich werde jetzt angreifen, Münze bekommen. Das heißt, den Krieger wieder vertreiben und eine Münze hier ablegen. Dann werde ich auch mal diese Karte wieder ausspielen. Und das bedeutet wieder bewegen und aktivieren. Und jetzt bewege ich aus der Schatzkammer heraus ein Monster hier nach rechts. Und zum Aktivieren nutze ich jetzt nicht den Raum, der würde eine Falle generieren, obwohl das kann ich auch tun. Kann ich das tun? Bringt das was? Ja, das machen wir einfach mal. Wir legen hier eine Falle hin. Dann spiele ich noch mein Monster aus. Das lässt mich eine Karte nachziehen. Jo, das ist die, die ich haben wollte. Und zwar kann ich jetzt machen wir denn Schönes? Ich spiele wieder Bewegen und Aktivieren aus. Und das heißt, ich werde jetzt ein Monster zu einem Helden bewegen und den Helden, ich zeige euch das in meiner Detailkamera nochmal, meine Spezialfähigkeit als Hyänen ist es, einen Nahkampfangriff auszuführen. Das heißt, den kann ich auch durch eine Aktivieren-Aktion auslösen. Und das mache ich genau mit dieser Karte hier. Das heißt, wir suchen uns einen Raum aus, in dem wir einen Helden töten können. Und ich glaube, die beiden Zauberer sind gefährlicher als der eine Krieger dort. Das heißt, wir gehen mit diesem Monster hier hoch und aktivieren den Nahkampfangriff und entfernen damit einen Zauberer. Gut, so weit, so schön. Jetzt habe ich nur noch eine Karte übrig. Die will ich aber nicht ausgeben. Behalte ich. Alle Karten kommen auf die Ablage. Ich ziehe wieder auf 5 Karten auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und die Helden sind wieder dran. Für uns jetzt die letzte Heldenkarte. Auch interessant, jetzt kommt eine Bogenschützin. Und zwar auch an 2 Stellen. Einmal hier und einmal, ich bin blind, hier. Okay, die Bogenschützin hat jetzt die folgende Eigenschaft. Wenn sie spawnt, schießt sie einmal in den Nachbarraum, einen Fernkampfangriff, und zwar in Richtung Schatzkammer. Das ist also hier dieser Raum. Und das heißt, dieses Monster würde jetzt sterben. Aber ich spiele
tatsächlich jetzt, hatte ich Glück, dass die Karte kam, die Verteidigung aus. Das heißt, das Monster bleibt stehen. Das war die Spezialfähigkeit der Bogenschützin. Als nächstes geht sie wieder vor, ganz systematisch. Ist eine Falle da? Nein. Sind andere Helden da? Ja, dann wachen die auf. Sind noch Monster da? Jawohl, das wird angegriffen. Damit erschöpft sich die Heldin und das Monster stirbt. Ich habe jetzt keine Verteidigungskarte mehr. Ich müsste jetzt noch eine spielen, aber ich habe halt nur die eine. Ja, habe ich nur. Der Zauberer ist jetzt hier, steht hier rum, denkt sich, jo, der Raum ist leer, sie schläft, ich komme nicht weiter. Das heißt, ich gehe in den nächsten Raum, stelle fest, da ist ein Monster, also keine Falle, keine anderen Helden, aber ist ein Monster da, das muss ich angreifen, das stirbt auch, ich habe hier keine Verteidigungskarte mehr. So, damit haben wir die Zauberin hier oben abgehandelt, die Bogenschützin hier oben abgehandelt. Jetzt kommt sie hier unten, sie schießt in den Nachbarraum, ein Monster stirbt, sie aktiviert ihren Kumpel und sie stellen fest, die Schatztruhe hat aber den Wert von 3 und müssen beide auf Verstärkung warten. So, jetzt bin ich wieder dran. Ich habe dreimal bewegen, aktivieren und einmal Münze ausgeben. Bewegen, aktivieren heißt ja im Nahkampf Leute töten. Wir fangen an. Hier wieder in der Detailkamera. Bewegen, aktivieren. Gehen hier rüber. Und unser Nahkampfangriff ist ja unsere Spezialaktivität. Dann gebe ich jetzt eine Münze aus und spawne 3 Monster bei mir. Dann mache ich nochmal bewegen, aktivieren und töte die Bogenschützin hier. Und jetzt komme ich hier unten an den Raum nicht dran. Ich mache nochmal bewegen, aktivieren. Aber in anderer Reihenfolge. Erst aktiviere ich, töte den Krieger hier und bewege dann ein Monster, und zwar aus einem anderen Raum. Das ist, die beiden Aktionen sind unabhängig voneinander. Ich kann also wählen, jeweils welches Monster welche Aktion macht. Das heißt, ich bewege ein Monster hier rüber in die Schatzkammer. Genau. So, und jetzt wären die Helden wieder dran. Jetzt habe ich, ich glaube, die Schurkin war auch einmal dabei. Ich habe hier das Deck verkürzt. Wir haben jetzt die zweite Heldenwelle. Das heißt, die würden nochmal gemischt. Und ihr werdet jetzt sehen, wie schwierig das wird. Denn wir müssen jetzt 2 Helden aktivieren. Und zwar erst den Krieger, dann den Zauberer. Wir platzieren also erst 2 Krieger. Einen hier und einen hier. Fangen wir mit dem hier an. Seine Spezialfähigkeit ist es, 2 Ressourcen verschwinden zu lassen. Hier sind aber keine. Denn die Falle zählt nicht als Ressource. Nur die Frösche, die Bücher, die Knochen und die Münzen zählen als Ressourcen. Dann wird aber die Falle ausgelöst, dann stolpert er sozusagen rein und damit stirbt er sofort. Dieser Krieger hier, 2 Ressourcen würde er verschwinden lassen, es sind aber keine da. Er greift aber ein Monster an, das stirbt. Wobei, 1, 2, 3, 4, 5, habe ich eine Verteidigungskarte? Nein, habe ich nicht. So. Jetzt muss ich aber noch die Zauberer aktivieren. Und die Zauberer spawnen hier und hier. Hier passiert nichts, er würde weiter wandern, denn es ist der Raum ist leer. Keine Fallen. Hier greift er das Monster an, das verstirbt. Dabei erschöpft er sich aber auch bei dem Angriff. Genau. Und hier der Zauberer greift ein Monster an, das stirbt und damit erschöpft er sich. Und ihr seht, jetzt haben wir durch 2 Heldenaktionen schon eine Menge mehr bewirkt und ich muss jetzt gucken, was ich damit machen kann. Ich spiele wieder in die Detailkamera das Monster aus, ziehe eine Karte nach und kann 2-mal bewegen machen. Wie machen wir es? Ich werde das Monster hier von der Seite hier runter bewegen mit 2 Schritten.
Dann werde ich einmal angreifen und Münze bekommen. Das heißt, ich werde einen Zauberer töten und dafür eine Münze kassieren. Dann werde ich nochmal angreifen, Münze bekommen. Das werde ich hier in diesem Raum machen, den Krieger töten und die Münze kassieren. Dann möchte ich die Münze ausgeben und drei Monster spawnen. Und zwar mache ich das hier unten. Ist wahrscheinlich falsch, aber wir werden sehen. Dann werde ich nochmal Bewegen aktivieren. Und das heißt, gehe hier rüber und töte auch diesen Zauberer wieder. Okay, den Zaubertrank selbst, den brauche ich nicht ausgeben, denn ich habe noch keine Karten, die mir Fallen geben. Warum habe ich den eigentlich genommen? Der stört nur. Mein Fehler. Hätte ich jetzt ein komplettes Szenario hier mit 20 Heldenkarten, würde ich wahrscheinlich nicht wirklich lange mehr überleben. So, die Helden sind wieder dran. Wir ziehen wieder zwei Karten. Ein Zauberer und die Bogenschützin. Aber erst den Zauberer. Einmal hier und einmal hier. Er hier greift das Monster an, das stirbt. Habe ich denn 1, 2, 3? Habe ich die Verteidigungskarte und will ich sie dort würde ich sie ausnutzen wollen. 2, 3, 4, 5. Tatsächlich, ich habe sie. Da ist sie. Das heißt, das Monster bleibt stehen. Der Held ist aber durch den Angriffsversuch erschöpft. So, jetzt haben wir diesen Zauberer hier. Den kann ich nicht mehr verteidigen. Das heißt, er greift ein Monster an. Er weckt aber erst seine Kumpanin auf. Er greift aber ein Monster an und erschöpft sich dabei. Und sie greift auch ein Monster an und erschöpft sich dabei. Und jetzt kommt die Bogenschützin wieder ins Spiel. Nochmal zwei. Und zwar in den gleichen Räumen. Hier und hier. Sehr spannend. Sie weckt ihren Kumpel auf, greift das Monster an, das stirbt. Und er hier läuft weiter, stellt fest, hier ist nichts, aber der Schatz ist zu dick. Dann wartet er. Sie hier weckt ihre beiden Kumpels auf, dann greifen zwei davon jeweils ein Monster an und er stellt fest, er muss auch warten, bis alle drei wieder aktiv sind. Wow, ich bin wieder dran. Tja, was haben wir? Ich spiele Bewegen, Aktivieren, gehe mit diesem Monster hier rein und meine Aktion ist dann tatsächlich der Nahkampf und töte eine Bogenschützin. Und dann habe ich zweimal angreifen Münze bekommen. Das mache ich in beiden Fällen im gleichen Raum. Ein Magier und eine Bogenschützin und bekomme dafür zwei Münzen in diesem Raum. Okay, das war's gewesen. Wir werden. Wisst ihr was? Jetzt spiele ich doch den Zaubertrank. Der lässt mich drei Karten ziehen. Und alle behalten, die mir eine Falle geben. Das sind keine. Die anderen gehen in den Discard. So, und jetzt ziehe ich auf 5 auf. 1, 2, 3, 4, 5. Damit ist das alles wieder da. Und jetzt kommt die zweite Heldenwelle, die nächste Heldenwelle. Und damit ist nur noch der Krieger da. Der spawnt jetzt hier und hier. Hier ist nichts, was er machen kann. Hier weckt er seine Kumpanin auf. Die stellen fest, da ist immer noch nichts, was er machen kann. Hier kommt er rüber, wecken den Zauberer auf. Da stellen sie fest, zu dritt können sie die Truhe öffnen. Der Schatz wird geplündert. Und es kommt ein Held in eine Zelle,
aber hier ist niemand, der jetzt die Zelle verstärken könnte. Ich kann keinen Helden mehr ziehen, es passiert also nichts. Aber die drei sind schon gefährlich nah an der Schatzkammer. Er hier weckt seinen Kumpel auf und erschöpft sich beim Angriff auf das Monster. Und er stellt fest, er muss warten. So, und jetzt ist unser Szenario jetzt für heute, das gekürzte, durch. Ich hätte jetzt gewonnen, weil eben der Schatz in der Mitte mit 4 noch existiert. Und ihr seht das im Detail, wenn man den plündert. Da ist es der Totenkopf, dann wäre das Spiel komplett verloren. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt einen Eindruck davon bekommen, wie dieses Spielchen funktioniert. Es sind in der Summe 10 verschiedene Monsterklassen. Wir haben 4 Heldentypen, die Bogenschützen, den Schurken, die Schurkin, den Krieger und den Zauberer. Und die Szenarien, ne, wo sind sie? Das ist das Regelheft. Die Szenarien haben alle einen witzigen kleinen Flufftext. Im ersten Szenario geht es darum, der eigenwilligen Hexe Frösche zu organisieren. Hier ist es der Henker, der immer Köpfe abhaben will. Dann geht es hier um Mieten. Hier geht es um den Bullenfroschkönig, Midnight Munchies, der Bücherwurm. Also da gibt es einige witzige Texte zu lesen. Auch im Deutschen sind sie übersetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 10 abwechslungsreiche Szenarien, die man als One-Shot spielen kann. Hier ist nochmal der Aktionsbaum aufgezeigt, die Heldeninvasion beschreibt, wie die funktioniert. Aber ihr habt gemerkt, das ist eigentlich, wenn man es einmal verinnerlicht hat, und das geht sehr schnell, lässt sich das auch sehr elegant abhandeln. Es hält nicht lange auf. Die Downtime für Spieler ist relativ gering, weil man auch miteinander grübeln kann, wie man das jeweilige Monster, was jetzt dran ist, aktiv einsetzt und geschickt einsetzt. Das ist ein aus meiner Sicht gelungenes, kleines, ja, Familienspiel vielleicht schon nicht mehr, gehobenes Familienspiel, vielleicht gerade unteres Kennerlevel, wenn überhaupt. Man muss ein bisschen was überlegen, das Timing ist wichtig. Wie setze ich die Karten ein, in welcher Reihenfolge setze ich sie ein, um mit Monstern geschickt die richtigen Räume zu erreichen und geschickt die Objekte zu platzieren. Wenn man ein komplettes Szenario mit vielen Heldenkarten spielt, dann hat man natürlich die Chancen, Portale zu aktivieren. Dann hat man die Chancen, Fallen hin und her zu transportieren, sich noch einen Zaubertrank zu holen oder eine Schriftrolle noch einzuholen und noch mehr Portale zu platzieren. Das seht ihr hier auf der Detailkarte, dass diese Karte einem erlaubt, diese Schriftrolle einem erlaubt, ein Portal zu platzieren. Dann gibt es wieder weitere Token. Letztlich kann man ein Szenario komplett in jedem Raum mit einem Portal versehen und hat dann keine Wegezeiten mehr, kann dann von jedem Raum in jeden anderen gelangen. Und wenn man mehrere Monster miteinander kombiniert, die Hyänen, die ich jetzt hier habe, die haben halt die als Spezialfähigkeit den Nahkampf. Es gibt andere, ich glaube die Echsen sind es, die haben als Spezialfähigkeit den Fernkampf in den Nachbarraum. Dann haben die Poltergeister die Eigenschaft, dass sie als Spezialfähigkeit durch Wände durchgehen können. Das sind so Dinge, die man dann auch sehr geschickt einsetzen kann gegen diese Invasion von Helden, die hier stattfindet. Und ihr habt gemerkt, wenn dann 2 Heldenkarten gleichzeitig aufgedeckt werden müssen, dann kann es schon dazu führen, dass hier so ein Raid passiert, der in Richtung Schatzkammer läuft. Und die Schatzkammer ist immer dabei, die muss als zentrale Stelle verteidigt werden. Es gibt noch neben den 10 Karten, 2, 4, 6, 8, 10, die ihr hier seht, noch 2 weitere Spezialräume, nämlich einmal den, ich hole sie jetzt nicht raus, einmal den Spezialraum, in dem man neue Räume ans Labyrinth anbauen kann. Der wird auch in manchen Szenarien eingesetzt. Und dann noch ein Spezialraum, der dazu führt, dass man wechselnde Monsterkarten auch austauschen kann. Hat aus meiner Sicht einen hohen Wiederspielreiz, vor allen Dingen durch die sehr schönen Zeichnungen. Ich zeige euch nochmal hier auf der Detailkamera die Monstertruhe oder auch hier den Ochsen. Hier sind ein paar schöne Zaubertränke. Hier ist noch ein schönes kleines Monster. Der Glubschi, ich weiß nicht, wie der heißt. Noch ein Monster gezogen. Sehr niedliche Optik. Hier die Schriftrolle zum Beispiel. Mit den komischen Pilzen. Alles eine sehr schöne Zeichnung. Die Räume sind niedlich gestaltet. Ich zeige euch mal hier vielleicht die Abflüsse mit den Fröschen. Auch mal in die Detailkamera gehen. Da seht ihr hier die Frösche rumhüpfen. Das ist alles sehr niedlich gestaltet, sehr knuffiges Spielchen. Aus meiner Sicht
auch ein hoher Wiederspielreiz, weil jedes Szenario, je nachdem wie die Marktauslage aussieht, was Gegenstände da angeht, verfügbare Gegenstände, sehr attraktiv sein kann, manchmal auch gar nicht attraktiv ist, dann muss man wieder austauschen, wieder dafür eine Karte opfern. Lässt sich hervorragend vergleichsweise zügig runterspielen. 20 Heldenkarten machen das Ganze eventuell etwas zu lang. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, da muss ich es noch mehrmals spielen. Wenn man ein komplettes Playthrough macht mit zwei Wellen und das in einer hohen Schwierigkeit vielleicht, das kann schon eine Weile dauern. Aber es ist sehr kurzweilig aus meiner Sicht. Wenn ihr euch für dieses Spiel jetzt interessiert, ich gebe meins erstmal nicht her, keine Sorge. Da, oder keine Hoffnung, keine falschen. Bei mir kriegt ihr es nicht. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, wie gesagt, klickt auf den Kickstarter-Link unten. Der geht auf die alte Kampagne. Aber da ist die Möglichkeit, dann auf den Late Pledge zu klicken. Und dann kommt ihr in die neue Kampagne für den Second Print Run und könnt euch überlegen, ob ihr das Spiel unterstützen möchtet oder nicht. Was es dort gibt, sind das Grundspiel. Da sind dann die Deluxe-Tokens nicht dabei, sondern da sind es einfache Pappmarker. Die habe ich hier noch auch liegen, aber die sind nicht ausgepöppelt. Was es auch gibt, ist natürlich die Erweiterung mit der Guildmaster Revenge, mit diesen Heldenfigürchen. Und auch den großen Träumer, den Cthulhu, gibt es ebenfalls als Option. Ob es da die Deluxe-Tokens geben wird, weiß ich nicht. Habe ich nicht verfolgt, habe ich mich nicht mit näher befasst. Die machen aus meiner Sicht, ich zeige es euch nochmal hier, die Münze, die Falle, die Knochen, der Frosch, das Buch und die Herzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Token sind das gewesen, die hier, so, vielleicht jetzt mit der Optik besser, schwierig, die Sonne strahlt hier rein. Das sind schöne Sachen, die machen das Spiel auch optisch zum gelungenen Gesamtwerk. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir macht das Spiel Spaß, muss ich zugeben. Ich werde es jetzt am Wochenende vielleicht noch ein, zwei Mal spielen, auch zu zweit. Und nächste Woche ist geplant, dass ich auch irgendwo eine Dreierrunde spiele. Und ich hoffe, ihr habt einen guten ersten Eindruck. Wenn ich große Regelfehler gemacht habe, weil ihr das Spiel schon kennt und die gesehen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr, wie gesagt, die Wünsche habt, dass ich das einmal komplett durchspiele, ein Szenario, welches auch immer, ist völlig wurscht, dann schreibt mir auch das in die Kommentare. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartakus.